Milena Glimbowski ist die Gründerin eines kleinen Lebensmittelgeschäfts in Berlin. Das Besondere an dem Laden, die Kunden müssen die Verpackung für die Waren selbst mitbringen. Damit steht Glimbowski für die Zero-Waste-Bewegung. Menschen, die Müll so gut wie möglich vermeiden, aus Sorge um Plastik im Meer, um Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß. Ich habe schon immer sehr ökologisch gelebt. Ich konnte aber diese eine Sache im Alltag nicht ändern. Da hatte ich keine Möglichkeit, nämlich auf Verpackung zu verzichten. Die Industrie bot mir keine Alternativen, also habe ich sie mir selber gemacht. Beim Start ihres Ladens 2014 musste sie noch erklären, warum Verpackungsmüll ein Problem ist. Heute gibt es bereits etliche Nachahmer. Man könnte denken, ich habe noch ein paar Verpackungen eingespart über die Jahre mit unseren paar Kunden. Aber in Wirklichkeit haben wir eine ganze Zero-Waste- und Unverpackt-Bewegung ausgelöst. Es gibt jetzt in Deutschland mehr als 80 Unverpackt-Läden. Es geht auf die 100 zu. Und jeder einzelne Laden inspiriert ja unglaublich viele Kunden. Und ich glaube, dadurch haben wir schon einiges bewegt. Für ihr Engagement wurde Milena Glimbowski auch schon belohnt. Der Berliner Senat kürte sie 2018 zur Unternehmerin des Jahres.